Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast mit mir Julian Schildheuer und an meiner Seite sind heute Katja Struck, die stellvertretende Leiterin der Kostümabteilung am Theater Dortmund und Andreas Werdin, der Fundusverwalter hier am Theater. Hallo, hallo. Freut mich. Hallo. Wir stehen hier im, ich glaube, größten begehbaren Kleiderschrank in ganz Dortmund. Also wir sind hier inmitten von ganz, ganz vielen Kleidern. Könnt ihr mal kurz erzählen, wo genau sind wir? Was ist das hier, wo wir hier stehen? Das ist unser sogenannter neuer Fundus. Der Fundus ist, ich weiß nicht genau, 2019 neu ausgebaut worden. Da warst du schon da, Katja. Genau, und hier sind wir in der Abteilung, wo wir gerade unsere gesamten Kleider, die wir haben in diesem Fundus, irgendwie jetzt gerade im Moment neu organisieren und zusammenhängen und genau. Also das sind jetzt quasi alle Kleider, die die Menschen vielleicht schon mal auf der Bühne gesehen haben bei den unterschiedlichen Inszenierungen, die werden dann wieder hier hingehängt. Genau, also die Sachen werden produziert für die Vorstellung, irgendwie die Vorstellung läuft, die Vorstellung ist abgesetzt und dann kommen die Sachen zurück in Fundus. Mhm. Und dann überlegen wir uns, ob wir die noch brauchen können für weitere Vorstellungen oder ob die vielleicht kaputt sind. Dann natürlich müssen wir gucken, was wir damit machen. Aber in der Regel wird das dann eingelagert und dann findet man das hier. Und dann können andere Produktionen wiederkommen, Kostümbildner, Kostümassistentinnen und können sich Sachen raussuchen. Und das ist so ein bisschen der Sinn des Ganzen. Man muss das, glaube ich, mal ein bisschen beschreiben, wie es hier aussieht. Das sehen die Leute ja nicht. Also es sind hier wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen zähle ich. Und das ist nur auf einer Etage. Jetzt geht es hier noch 2, 3 Reihen höher. Also es sind tausende Kleiderbügel mit ganz unterschiedlichen Kleidern. Purpur, dann da hinten geht es so in die grüne Richtung. Da oben glitzert es mal. Da sind da Kleider mit ein paar Federn dran. Also hier gibt's quasi alles, was das Herz begehrt. Und das ist ja nur ein kleiner Teil unseres Fundus. Also das hier ist ein Teil, der wurde, glaube ich, in den 80er Jahren oder so schon mal ergänzt und heißt bei uns intern der Heuboden. Der Heuboden, warum das? Weil man hier früher nur durch so ein außenliegendes Treppenhaus raufgekommen ist, auf relativ abenteuerlichen Wegen. Das war nicht so leicht zu erreichen und wir haben uns immer dreimal überlegt, ob man jetzt hier sich rauf bemüht. Mhm. Und wir haben aber auch immer so alle Schätze hier gelagert und deswegen war das so ein bisschen Aladins Wunderhöhle. Und die Bezeichnung der Heuboden ist uns einfach erhalten geblieben. Mittlerweile hängen unter dem sogenannten Heuboden noch 2 weitere Etagen drunter. Und es gibt auch noch eine große Etage im Haupthaus und einen extra Schuhfundus. Also wir haben viele, viele tausend Kleider auf Kleiderbügeln und jede Menge Schuhe. Und es ist eben, wie gesagt, ein riesengroßer Kleiderschrank, bei dem wir ständig neue Sachen einordnen müssen, aus dem auch ständig Sachen rausgehen. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen, weil unsere Kostümbildner und Kostümbildnerinnen für ihre Produktionen hier Sachen aussuchen. Wir sind da total darauf angewiesen und auch immer ganz froh, dass wir hier so viel zur Verfügung haben, weil wir diese großen Opernproduktionen, die wir ausstatten müssen, irgendwie sonst gar nicht so richtig finanziert kriegen würden. Ja, da sind ja hunderte DarstellerInnen dabei, die vielleicht sogar Kostümwechsel haben. Ja. Also pro Produktion geht da ganz schön was durch dann. Ja, absolut. Mhm. Ja. Wie viele Kleider, wie viele Kostüme gibt's denn hier überhaupt? Hat man da noch einen Überblick? Zehntausende. Also das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Wurden die mal gezählt? Wir zählen tatsächlich immer mal wieder und machen so eine Inventur. Mhm. Und da sind wir wirklich mit mehreren Leuten hier unterwegs und zählen jeden einzelnen Bügel. Und das dauert dann Tage oder das, wie? Das dauert dann schon eine ganze Weile, ja, ja. Und auch bis, wir haben ja auch noch so ein Kleinteile-Magazin, das ist nochmal extra. Da gibt es halt auch Socken, Handschuhe und Fliegen zu zählen. Und das machen wir dann auch, da sind wir dann schon genau. Also, ja,
Genau, und mir fällt gerade noch ein, dass wir, du hast ja jetzt diesen Fundus schon mal gesehen irgendwie und siehst die Größenordnung, und wir haben dann ja in den einzelnen Abteilungsbereichen jeweils auch nochmal so Handmagazine. Also, was heißt das? Was sind Handmagazine? Das sind halt die Funden, die die Kollegen, die im Abenddienst sind, haben. Dort lagern die gerade die laufenden Vorstellungen. Und das sind ja auch jeweils nochmal große Räume, wo dann irgendwie die Opernproduktionen stehen. Da stand jetzt ganz lange Nixon von China. Jetzt haben wir irgendwie den Lohengrin wieder reingeholt irgendwie wegen der Wiederaufnahme und so. Und das heißt, die müssen dann nicht in den Fundus gehen, also hierhin, sondern die können sie vor Ort dann irgendwie in den Abteilungen, wo die sind, halt auch nochmal so eine Art kleines Magazin. Das muss man einfach noch mit einberechnen, also was die Größe des Fundus angeht. Also kann man da überhaupt den Überblick behalten, wie organisiert man denn das Ganze? Also ich meine, ich habe eine Kleiderschrankhälfte bei mir zu Hause und auch da verliere ich manchmal den Überblick. Ja, also ganz früher, also das Haus ist ja schon aus den 60er Jahren und wir haben vor ein paar Jahren ja hier so einen riesengroßen Umbau gehabt und da hatten wir die einmalige und sehr arbeitsreiche Chance, einmal alles hier rauszunehmen und auszulagern. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns einfach nochmal ganz neu zu überlegen, wie wir alles lagern, weil wir offen gestehen mussten, dass auch wir den Überblick komplett verloren haben. Das kann ich mir und vorstellen. Und es war mehr so eine archäologische Ausgrabung mit wirklich überraschenden, großartigen Funden zwischendurch. Aber jetzt sind wir tatsächlich der Meinung, dass wir super gut aufgestellt sind und wir sind jetzt auch, wir sind super gut auf Stand und finden auch meistens das, was wir suchen. Manchmal auch nicht. Manchmal finden wir auch was anderes. Und manchmal findet man wirklich extreme Perlen dazwischen. Also wo ich dann denke, wo kommt dieses Kleid her? Ich habe die Tage so ein Original aus den 20er Jahren in Hand gehabt, das erstmal total unscheinbar wirkt und so lindgrün war und so, und dann stellt man aber plötzlich fest, das Material gibt es nicht mehr, die Verarbeitung ist mit der Hand, irgendwie die Perlen sind mit der Hand aufgestickt und so, und das ist dann unfassbar, wenn man dann sowas plötzlich in der Hand hat, weil man es irgendwo dazwischen findet. Wie sah das dann aus, das Kleid? Also so erstmal ganz schlicht, aber irgendwie, wir haben unten ja diesen einen kleinen Schrank, wo wir so eine Art historischen Fundus haben, also wo wir Sachen reinhängen, die nicht mehr in den Umlauf gehen, weil die einfach alt sind, die wir aber archivieren für Auszubildende zum Beispiel oder auch wenn Schulklassen kommen, die hier gerne den Fundus mal besuchen. Dann sage ich das gerne auch mal irgendwie, wo dann die Verarbeitungstechnik von früher dargestellt wird oder wo man die sehen kann irgendwie und halt auch die ganze Arbeit, die da drin steckt. Also heute kaufen sie einen Paillettenstoff und früher wurden die halt alle mit der Hand aufgestickt. So, ne? Jede einzelne Paillette. Genau, jede Perle, jede Paillette irgendwie, das gab halt keine Maschinen, die das gemacht haben. Und das finde ich halt bemerkenswert. Also Auf jeden Fall. Archivierenswert. So. Man findet Stücke hier in diesem Fundus irgendwie, ich habe neulich was in der Hand gehabt, da war offensichtlich Rudolf Schock mal drin. Ein uralter Sänger, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder so, aber ein ganz großer Sänger. Also es ist eigentlich eine Legende so. Ne? Und so sind hier Leute durchs Haus gegangen irgendwie. Johann Botha war hier einer der größten Tenöre der Jetztzeit irgendwie. Joachim Meyerhoff hat hier gespielt als Schauspieler und so. Und dann finden sie plötzlich irgendein Kostümteil, wo sein Name drin steht. Und das erzählt dann eine Geschichte. Ah. Und das finde ich halt bemerkenswert. Wow, also dann ist im Kostümfundus quasi auch die Historie des Theaters Dortmund. Kann man hier quasi nochmal miterleben, zumindest an dem Kostüm. Ja. Also sind das auch Kostüme, die wirklich hier schon Jahre, Jahrzehnte dann hängen? Ja. Und die, ich glaube, die dann einfach immer weiter nach hinten rutschen irgendwie, dann werden die nicht genommen, dann kommen die auf keine neue Produktion und plötzlich nach 30 Jahren oder 20 Jahren findet man die und dann versuche ich die dann rauszuziehen, um zu sagen, irgendwie die halten wir jetzt einfach fest, die tun wir nicht mehr auf die Bühne. A, wäre es zu schade, B, gibt es die Materialien nicht mehr, aber wie ich ja gerade schon sagte, irgendwie, dann hat es eher einen musealen Charakter und das finde ich schützenswert. Ihr habt zum Beispiel auch Schuhe gehabt, Katja, da irgendwie aus den 50ern oder was das war, irgendwie, die wir dann auch aus dem Verkehr ziehen, wenn das Originale sind. So, ne? Was passiert dann mit denen? Ja, wie gesagt, also erstmal müssen wir gucken, erstmal haben wir die gesaved so und dann denke ich wirklich so für auszubildende Schulklassen, dass die Möglichkeit haben, das zu sehen. Und ich weiß nicht, ob man die vielleicht mal irgendwann im Foyer ausstellen kann, solche Sachen, das weiß ich nicht. Aber das müsste es geht ja auch darum, dass man manchmal
Sachen nacharbeiten lassen möchte. Und dann ist es natürlich schön, wenn man sagt, das ist ein Original, so ist das gearbeitet gewesen und so möchten wir das jetzt nochmal nachempfinden. So. Klar, einfach nur, um nochmal den Stil jetzt meinetwegen der 50er Jahre, der 20er Jahre einfach nochmal nacharbeiten einfach zu können. Immer nochmal nachschauen und es anfassen. Das ist eigentlich ganz schön. Wie hilft das dann dabei, wenn man dann neue Kostüme entwirft und näht? Naja, die KostümbildnerInnen kommen hier natürlich schon mit ihren Entwürfen an, ne? Mhm. So. Mhm. Und das hängt ganz davon ab, wie die Leute auch so arbeiten. Also die manche laufen halt durch den Fundus und lassen sich auch inspirieren, mhm, und sind da sehr offen und sagen, das habe ich jetzt gerade gefunden, sowas möchte ich benutzen oder können wir einen Teil davon benutzen, können wir das umarbeiten oder so, ne? Also das ist natürlich auch im Sinne des Upcyclings und des nachhaltigen Arbeitens für uns. Das finden wir toll, wenn die Leute auf die Sachen zurückgreifen, die wir haben und einfach eine Idee dazu haben, wie man das jetzt nochmal aufwerten, aufpeppen, abändern kann, damit das einfach nochmal ein neues Leben kriegt, ne? Mhm. Und man sieht hier wirklich Teile, die waren wahrscheinlich, weiß ich nicht, wer weiß wie oft auf der Bühne in unterschiedlichen Inszenierungen, sind für unterschiedliche Darsteller und Darstellerinnen größer oder kleiner oder kürzer oder länger gemacht worden. Wir haben am Theater so eine spezielle Art, Kostüme zu arbeiten, wo wir innen drin eine sehr viel größere Nahtzugabe haben, als das passiert, wenn man jetzt im Handel irgendwas kauft. Einfach damit die stärker sind? Nee, damit die Sachen immer für andere Darsteller maßgenau geändert werden können. Mhm. Ne? Also das ist ja das, was eben ein Theaterkostüm ausmacht und was auch das Besondere an dem Beruf des Maßschneiders und der Maßschneiderin bei uns in den Werkstätten ist. Das ist ein vom Aussterben bedrohter Beruf, mhm, den man nur noch so bei uns und an ganz wenigen anderen Orten überhaupt in seiner ganzen Bandbreite ausleben kann, sag ich mal. Ne? Mhm. Also dass auf Maß Kostüme angefertigt werden für einen bestimmten Menschen, der eine ganz besondere Rolle spielt und für den werden nach kreativen Ideen des Kostümbildners oder der Kostümbildnerin besondere Stoffe ausgesucht und dieses Kostüm gibt es so nur ein einziges Mal auf der ganzen großen weiten Welt für diese eine Inszenierung. Und das ist halt nicht so, wenn man jetzt in der Innenstadt was einkauft. Logisch. Also. Und meine Kollegen und Kolleginnen, die sind ja auch hoch spezialisiert und finden eben überhaupt nichts Besonderes dabei, dann auch nochmal ein Kostüm fürs Ballett von Hand zu besticken. Das mhm. kann eigentlich gar kein Mensch mehr bezahlen sonst, ne? Aber bei uns, weil wir eben diesen Kunst-Kulturauftrag haben, ist das eben noch möglich, solche Teile auf die Bühne zu bringen. Und wir möchten gerne, dass das so weitergeht und wir finden, dass das eine große kulturelle Errungenschaft ist, die wir auch pflegen und schützen möchten. Und da gehören eben unsere Maßschneidereien dazu, unsere Hutmacherei, wo ganz besondere Einzelstücke eben auch gefertigt werden. Ja. Kopfbedeckung, Kopfputze, die mit, weiß ich nicht, Strass und und Federn, Perlen großen und Federn. Wir hatten schon eine Federn. Folge in der Hutmacherei, ja, nämlich, genau. Und das war für mich auch super beeindruckend, ja, ja, mit wie viel Kreativität, ja, nicht nur die Inszenierungen durch RegisseurInnen, mhm, umgesetzt werden, durch SchauspielerInnen, durch SängerInnen oder so, sondern dass diese Kreativität sich eigentlich durch das ganze Haus zieht und, ja, dann natürlich auch in der Hutmacherei weitergelebt wird oder dann natürlich auch bei in den Kostümbildnern. Ja, genau, richtig. Eben auch. Und wir haben dann eben hier im Fundus die besondere Aufgabe, sag ich mal, diese Sachen zu archivieren, die bei uns in den Werkstätten entstanden sind. Mhm. Manchmal ist das hart für meine Kolleginnen, weil dann Sachen ja auch wieder brutalst geändert werden. Und klar, alles im Sinne der Wiederverwendbarkeit dann. Und weil sie dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht, dann hat man ganz lange an einem Kostüm gearbeitet und dann kommt die erste Hauptprobe und alle springen damit ins Wasser oder es fängt an zu regnen. Oder es wird mit Kartoffelsalat geworfen, hatten wir alles schon. Okay. So, und
Und da muss man auch manchmal sehr tapfer sein. Glaube ich. Aber es gehört halt zu diesem ganz besonderen Beruf auch dazu. Das heißt, wenn jetzt neue Produktionen hier ans Theater Dortmund kommen, dann werden die meisten Kostüme quasi wiederverwendet, irgendwie ein bisschen geändert, aber das sind schon mehr oder weniger alles Kostüme, die es schon mal irgendwie in irgendeiner Form gab. Nee, kann man so auch nicht sagen. Also ja. Wir haben auch, das hängt wirklich ganz vom Stück ab und vom Künstler, der da seine Vision umsetzen will. Manche lieben den Fundus und manche auch nicht. Also manchmal, es gibt auch immer mehr, zurzeit immer mehr Stücke, das sind immer so Strömungen, Andreas, würde ich sagen, wo einfach alles neu eingekauft wird, weil wir können zum Beispiel in den Schneidereien niemals eine Jeans nähen, die aussieht wie eine gekaufte, getragene Massenanfertigungsjeans, was man dann aber eben auf der Bühne haben will. Und da gibt es auch ganz klare Unterscheidungen und Präferenzen in dem, was man eben damit sagen möchte. Aber immer wieder wird natürlich auch was wiederverwendet dann. Ja genau. Und dieser Fundus wird ja nicht nur für die eigentliche Produktion verwendet, sondern auch wenn eine Produktion jetzt irgendwie geplant ist, wir wollen einen Lohengrin machen auf der Oper und dann brauchen wir erstmal Probenkostüme. Und damit die Sängerinnen und Sänger irgendwie in der Lage sind, auf der Bühne sich zu bewegen und ein Kostüm anzuhaben, zum Beispiel wenn eine schräge Ebene ist und die Frauen haben lange Kleider an, das muss irgendwie geübt werden, ob sie mit den Schuhen, mit den Sachen klarkommen. Und dann geben wir Kostüme raus oder die Assistentinnen holen dann Kostüme für die Proben. Und das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, glaube ich, in dem Fundus, dass wir im Prinzip ja die gesamten Probenbühnen mit Kostümen ausstatten. Mhm. So, ich habe auch gerade so gedacht irgendwie, dass wenn wir alle Kostüme von den Probebühnen und aus dem Außenlager und sowas alles hier hätten, das könnten wir gar nicht lagern, glaube ich. Also was da jetzt gerade im Haus unterwegs ist irgendwie. Das heißt, wie ist denn der Arbeitsablauf? Also es ist quasi eine Produktion, weiß, okay, ich will mich vielleicht an den Kleidern, an den Kostümen hier im Fundus bedienen. Dann kommen die KostümbildnerInnen hier hin und lassen sich berieseln oder haben schon einen Entwurf. Und dann wird das auch immer mal wieder geändert oder wie läuft das ab? Je nachdem, wie halt die Längen sind, wie es zum Stück passt. Ja, also in der Oper, würde ich mal sagen, haben wir ja einen ganz anderen Vorlauf auch. Also da sind die Abgaben schon sehr viel früher und in der Regel ist auch schon sehr fixiert, das aussieht und was es werden soll. Im Schauspielbereich wird sehr viel mehr improvisiert und entwickelt noch auf den Proben auch, ne? Sodass da auch sich ganz schnell nochmal immer was ändert und nochmal schnell jemand durch den Fundus flitzt und irgendwas sucht, ne? Was anderes. Was ich total spannend finde, gerade wenn ein Stück entsteht im Schauspiel, weil einfach, ich glaube, es liegt an der Größe der Stücke, dass da nur vielleicht 3 Schauspieler, 2 Schauspielerinnen, wie auch immer sind, dass dort viel mehr Entwicklung ist, als wenn wir die Oper haben, wo wir im Lohengrin, ich bringe den wieder an, weil der halt sehr groß ist, irgendwie mit Chor arbeiten, mit Extrachor und Solisten und wo die Abgabe gewesen ist, die Sänger kommen irgendwie, ich glaube, das ist 2 Jahre vor, wo man das anfängt zu planen oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine so ungefähr, das ist so. Und dann ist man sehr starr und kann eigentlich nicht mehr viel machen, so glaube ich. So, weil man muss die ganzen Leute unter die und das Dach kriegen. Mhm. Und ich glaube, dass diese spannenden Produktionen im Schauspiel, wo Dinge sich entwickeln, glaube ich, oftmals unterschätzt werden, also wo Stücke laufen lernen. Ich glaube, das ist eher dann im Schauspiel so meine Eingebung, als dass wir wirklich so eine große Opernproduktion haben. Mhm. So, das. Okay. Also diese ganzen, ja, also ich stelle mir gerade vor, wie das mit der Produktion von Stücken und dann auch mit dem Kostümfundus einhergeht. Also was sind dann eure Aufgaben, wenn jemand auf euch zukommt, ich brauche jetzt dieses Kleid, was macht ihr dann? Na, du rennst los. Ich renne automatisch los. Klingt sportlich. Genau. Ja, Leute kommen auf mich zu, dann versuche ich mit denen zusammen irgendwie loszugehen. Einmal das, was mir gesagt wird, was gesucht wird. Ich
bin manchmal dann so, dass ich dann unterwegs irgendwas finde, wo ich denke, irgendwie das könnte passen. Irgendwie, ich hänge das dann einfach mal so ein bisschen raus und frage irgendwie, was hast du daran Interesse oder wie auch immer. Aber das ist eigentlich so, dass ich dann eher sage, so Hosen findest du da, Kleider findest du da. So, das ist, ja, es ist ja bei uns auch so, dass wir ein Haus mit sehr viel Material hier sind, aber mit einer gerade so passenden Personaldecke. Also das ist eben, der Andreas muss hier sehr viel immer ordnen und wir müssen uns alle sehr diszipliniert immer so verhalten, dass wir die Ordnung aufrechterhalten. Kann ich verstehen, weil uns das sonst ganz schnell über den Kopf wächst. Also Häuser, die da vom Personal her großzügiger ausgestattet sind, da laufen hier noch viel mehr helfende Geister mit rum, die dann auch zwischendurch immer auf alles achten können, aber wir müssen hier immer alle mitgucken und deswegen ist es auch von diesem sehr großen Kleiderschrank so, dass wir eben immer versuchen, den intuitiv begehbar zu machen, das heißt, dass wir Schilder aufhängen, was findet man wo und dass wir nach so einer kurzen Einweisung die Kostümbildner und Kostümbildnerinnen auch alleine losschicken können, dass die einfach hier durchgehen und sich selber orientieren können. Und die haben dann meistens Maßlisten dabei, also die werden von meinen Kolleginnen in den Schneidereien mit Maßzetteln ausgestattet oder die Kostümassistentinnen, die die Stücke auch begleiten, die bereiten das entsprechend vor. Mhm. Und dann sieht man hier immer rotwangige, erhitzte Menschen mit Maß, mit Maßbändern und Zetteln und krausen Stirnen, die alles Mögliche ausmessen und raushängen, ob das wohl passt und ob das nicht passt. Ja. Und dann wird das immer alles auf eine Stange gehängt und dann zu den Anproben gefahren. Und dort kommen dann die Darsteller und Darstellerinnen zu fest verabredeten Anproben. Und da werden ihnen dann eben entweder neu angefertigte Sachen anprobiert, die komplett in unseren Schneidereien entstehen. Oder es wird eben noch was aus dem Fundus dazu ergänzt oder überhaupt was aus dem Fundus anprobiert, was dann passend gemacht wird. Ja. Das heißt, viele von den Sachen, die man hier findet, werden auch manchmal komplett auseinander getrennt und anders wieder zusammengenäht. Klar, je nachdem, was die Größen ausmacht oder ob man vielleicht nur einen kleinen Teil, vielleicht brauche ich nur den glitzernden rechten Ärmel oder so. Genau, und den, weiß ich nicht, das nicht glitzernde rechte Bein von irgendwas anderem. Und dann versuchen wir das immer auch kreativ zu einem neuen Kostüm zusammenzuführen. Ja, Andreas, wenn du dann eine Inszenierung siehst und dir guckst du dann extra auf die Kostüme und versuchst die wiederzuerkennen oder wie guckst du da? Macht man, glaube ich, zwangsläufig. Ja. Also auch wenn ich in anderen Häusern schon mal irgendwo in der Oper gesessen habe oder so, man hat den Blick auf die Kostüme. Genau, wurde da auch gesungen? Genau. Nee, ich habe dann meistens auch so Mickey-Mäuse auf. Ich habe sonst hier die Kostüme. Nee, aber das ist zum Beispiel auch, ist mir jetzt aufgefallen, irgendwie, ich habe die Tage darüber nachgedacht, wir hatten eine Produktion in Berlin Skandalös, der Kostümbildner Falk Bauer hat das ausgestattet und da war eine Diskussion, dann ging es um Knöpfe und zwar um Knöpfe für die Herrenwesten, irgendwie die sollten halt glitzern und sollten so sein wie so ein Strassstein. Und dann hatten wir uns überlegt, irgendwie, naja gut, die gibt's ja auch aus Kunststoff, besorgen wir die aus Kunststoff und dann hat er da aber drauf bestanden, dass wir Glasknöpfe nehmen und dann habe ich ihn hier, ich glaube, in der Generalprobe gesessen und habe dann begriffen, warum, weil auch wenn man das nicht wirklich sofort sieht, aha, so, das ist ein Glasknopf, nimmt man doch intuitiv wahr, dass irgendwas an diesem Kostüm besser funktioniert, wie vielleicht an einem anderen Kostüm oder so. Also ich will auch dieses Beispiel mit der Christine aus dem Phantom der Oper. Diese Frau singt eine Rolle, hat aber 64 Umzüge. Und wenn man in dem Publikum sitzt, sieht man einfach nicht, dass sie sich umzieht, aber man nimmt wahr, diese Figur verändert sich. Und ich glaube, das ist das Wesentliche bei dieser Arbeit mit Kostümen, dass klar wird, was die Rolle bringt oder was wo die Rolle hin soll, dass eine Rolle sich entwickelt und auch verändert, zum Beispiel altert oder wie auch immer oder verarmt, das kann man alles übers Kostüm transportieren
Und dass das Publikum das aber jetzt auch nicht so wahrnimmt nach dem Motto, ah, jetzt hat er gerade was Grünes angehabt, jetzt hat er was Rotes an. Mhm. So, ne? Ich glaube, dass das total wichtig ist. Dass man so dann auch diesen Prozess anhand des Kostüms quasi sieht. Genau, eine Geschichte. Kostüme erzählen Geschichte eine Geschichte. Geschichte ist das bessere Wort, ja. Genau. Ja. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Säule ist, also nach wie vor. Ich hatte so das Gefühl, in den 90ern oder so, in der Zeit irgendwie, da war ja eher so die Tendenz, dass man gesagt hat, irgendwie, wir wollen Klassiker zertrümmern. Das gab es als Zitat eines Intendanten. Dann wurde alles schwarz und weiß und schwarz und ich bin so glücklich, dass das wieder vorbei ist, dass die Leute wieder ins Theater gehen, in die Oper gehen und Farben sehen und schöne Kostüme und gerade bei den Frauen oder diesen ganzen klassischen Inszenierungen oder so, das finde ich halt wunderschön, dass das sich wieder zurückentwickelt hat. Ich will das nicht verteufeln, dass auch eine Inszenierung kann funktionieren, die jetzt nur in schwarz ist. Ja, das kann. Das kann dramaturgisch sehr gut sein, aber wenn es dann nur noch alles so war, wie es war, irgendwie, dann finde ich irgendwie, dann verliert es so den Sinn irgendwie. Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube auch für SchauspielerInnen ist es vielleicht auch einfacher, wenn man dann auch dieses gewaltige Kostüm hat, sich vielleicht besser in die Rolle reinzufühlen. Das glaube ich. Also ich glaube, dass ein Kostüm wichtig ist, um eine Rolle zu erfahren. Und wenn ein Sänger, ein Schauspieler einen Anzug anhat und er hat einen, ich sag jetzt mal, einen Fake-Anzug an, wo keine Taschen eingearbeitet sind, irgendwie, ich glaube, er fühlt sich unwohl, als wenn er wirklich einen Anzug hat, wo er Taschen hat, die er bespielen kann, wo er reingreifen kann, wo vielleicht irgendwo noch ein Einstecktuch rein kann. Also er kann mit diesem Kostüm arbeiten. Und ich glaube, dass sich das besser anfühlt und dass das transportiert. Mhm. Und immer wenn ich jetzt in den Folgen, die wir bislang schon aufgezeichnet haben, wenn ich da mit SchauspielerInnen oder mit RegisseurInnen gesprochen habe, dann hieß es auch meistens oder eigentlich fast immer, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, ja, wir hatten so tolle Kostüme, das hat so Spaß gemacht, damit zu spielen. Auch wir hatten diese dann bei der Hutmacherei diese großen Hüte, die dann einfach so richtig was hermachen. Und das sieht man ja jetzt hier auch, die werden dann wieder hier gelagert und vielleicht dienen sie dann als Inspiration für neue tolle Kostüme und oder werden dann nochmal selber umgearbeitet zu neuen tollen Kostümen. Also ganz viele Schätze. Könnt ihr irgendwie euer Lieblingskostüm ausmachen oder gibt es einfach zu viele? Nee, kann ich nicht. Hat es wahrscheinlich auch schon tausend in der Hand. Ja, es ist dann wirklich manchmal so, dass ich dann plötzlich so ein Teil finde, wo ich denke, meine Güte, das erzählt mir was so. Ne? Also hier ist es zwar total leise in diesem diesem Fundus, aber manchmal denke ich mir, ist es auch total laut, weil diese Teile alle was erzählen können, das ist schon toll. So. Und wie gesagt, mir begegnen Namen, mir begegnen dann Geschichten, die mir dann dazu einfallen oder die mit dem Haus in Verbindung sind. Und Dortmund ist ein altes, gutes, großes Haus. So. Und das ist schützenswert. Da sind viele Kostüme natürlich auch schon da durchgegangen. Katja, hast du vielleicht eins, das direkt in den Kopf springt, ein Kostüm? Nee, da gar nicht. Also ich stimme dem Andreas da total zu. Ja. Also bei mir sind das dann auch nicht unbedingt die spektakulären, riesengroßen, perfekten Kostüme, sondern die schon ordentlich Federn gelassen haben, so im wahrsten Sinne des Wortes dann auch. Oder eben die einfach schon ganz oft in verschiedener Form auf der Bühne waren und die eben richtig was zu erzählen haben. Die finde ich toll. Und da komme ich auch mal dran vorbei und wenn ich die dann wiederfinde oder wiedersehe, dann freue ich mich. Dann also aufrichtig. Ja, dann erinnert man sich an die tollen Inszenierungen, die dadurch ja auch zustande gekommen sind. Also sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich Fotos gemacht, die könnt ihr euch auf den Seiten unserer Radios angucken und dann natürlich auch mal ja vielleicht durch die Bilder scrollen und so ein bisschen stöbern, was es hier eigentlich alles für Schätze gibt am Theater Dortmund. Ich danke euch erstmal, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Katja Struck, stellvertretende Leitung der Kostümabteilung, und Andreas Werding, Fundusverwaltung. Ich danke euch und hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele tolle Kostüme sehen, erst auf der Bühne und dann hier auch lagern. Sehr schön. An alle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt natürlich gerne unseren Podcast abonnieren. Ihr könnt uns schreiben, was sollen wir überhaupt vielleicht mal hier besprechen am Theater Dortmund. Schreibt es dem Theater auf Instagram gerne. Liked die Folge und kommentiert gerne. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.